Silberfrau. Jetzt nehme ich einen Eimer mit Wasser, aber ich mache den Lappen ganz trocken, ziemlich trocken. Und mit dem wische ich jetzt, reibe ich das. Bei dem Abreiben ist eigentlich die Kunst, wie tief die Fuge wird. Deswegen muss man da gucken, dass man nur die Ohren. Ich möchte sie ziemlich eben kriegen. Ob ich das schaffe, weiß ich gar nicht. Versuch's mal. So, das ist jetzt die Tätigkeit nach dem Fliesenlegen. Ich mache mal ein paar Fotos von, wie sollen eigentlich die Fliesen aussehen. So sind sie jetzt. Und zwar komplett, sagen wir mal, relativ, die sollen nicht überschwänglich sein. Und deswegen reibt man sie einfach so quasi eben. Und wenn dann später irgendwann ein Loch drin ist oder so, dann fährt man einfach nochmal mit ein bisschen Material drüber. Solange es nicht ganz fest ist, geht es noch.